Ja, hallo und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und heute machen wir mal ein Video. Das wollte ich schon lange machen, hat aber bisher nie funktioniert. Ich werde heute mal drei Fahrzeuge Probe fahren, also eigentlich zwei, nämlich den Mercedes Sprinter, da sitzen wir jetzt gerade drin, dann den Fiat Ducato in der neuesten Serie mit einem, ich glaube, mit einem Bürstneraufbau und ein Ford Transit mit einem Sunlight-Aufbau. Alle drei mit Automatikgetriebe. Und ich will einfach mal so ganz subjektiv hier in die Kamera labern, wie man sich da so fühlt. Jetzt muss man natürlich eins direkt vorweg sagen, das erhebt jetzt nicht den Anspruch eines Vergleichstests à la ProMobil oder ADAC. Mir geht es einfach mal darum, ich habe den alten Ducato mit Schalter ja 75.000 Kilometer gefahren. Ich fahre jetzt hier den Sprinter 25.000 Kilometer mit der Automatik. Den Transit habe ich noch nie gefahren und ich will einfach mal für euch so ein Vergleichsvideo machen, rein gefühlsmäßig. Wie fühlt man sich in dem Auto? Ich will auch gar nicht eingehen auf den Aufbau, ob das jetzt Hümer, Sunlight oder Bürstner ist. Wir reden mal wirklich nur vorne vom Cockpit, vom Fahrgefühl her. Alle drei Autos haben Automatikgetriebe, von daher kann man es ein bisschen vergleichen. Und an der Stelle ganz lieben Dank an Niesmann Caravaning, da fahren wir jetzt hin, die auch die Idee zu dem Video hatten, also nicht auf meinem Mist gewachsen und die mir natürlich dann auch die zwei Autos stellen für heute Nachmittag. Ja, und an der Stelle fettes Dankeschön an Dirk Vohr und sein Team. Und jetzt fahren wir erstmal nach Polch. Ja, und wenn wir hier gemütlich fahren, vielleicht erstmal vorab schon mal ein paar Worte hier zum Sprinter. Wir haben hier die 2-Liter-Maschine mit 170 PS drin. Das Ganze mit 450 Newtonmeter. Und wir fahren den jetzt seit knapp 25.000 Kilometer mit einem Drittelmix von 11,5 Liter. Ich blende euch die Werte aus dem Spritmonitor hier mal ein. Das sind in etwa die gleichen Werte, die wir auch beim Avanti hatten. Auch hier blende ich euch mal die Werte ein. Das ist allerdings ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Ne? Der Avanti hatte den 2,2 Liter 150 PS Schalter und der hatte natürlich eine Dieselheizung. Das heißt, wir hatten teilweise schwankende Werte beim Verbrauch, teilweise bis 14,5 Liter. Das rührte aber dann immer von der Tatsache her, dass wir dann im Winter mit der Dieselheizung geheizt haben. Ja, der Sprinter, vollgepackt mit allen Extras, allen Assistenzsystemen, die wir hier haben. Ob man die alle braucht, ist eine andere Frage. Wir haben hier einen Müdigkeitsassistent, der zeigt nach 2 Stunden eine animierte Kaffeetasse. Also das ist jetzt nichts, dass der merkt, wenn ich schlafe. Wir haben den Spurhalteassistent, der in den meisten Fällen bei uns ausgeschaltet ist, weil er ziemlich nervt. Der auch natürlich an Autobahnen diese gelben Behelfsmarkierungen dann auch nicht erkennt und dann schon mal gegenlenkt. Ja, beim Verkehrszeichenassistent ist es hier im Sprinter so, dass wir die Anzeige übernehmen aus den LKW-Beschränkungen. Das heißt also, werdet ihr nachher sehen, Landstraße, wenn Tempo 100 erlaubt ist, zeigt der Verkehrszeichenassistent hier im Sprinter aber dann die 80 an, weil das halt für LKWs dann die Höchstgeschwindigkeit ist. Also, ob man diese ganzen Assistenzsysteme braucht, was gut funktioniert, kann ich euch allerdings jetzt im Hellen schlecht zeigen, ist dieser Fernlichtassistent. Der ist super, der erkennt also direkt ein entgegenkommendes Auto, schaltet dann das Fernlicht ab und sobald alles frei ist, macht er Fernlicht wieder dran. Ja, zum Automatikgetriebe, alles gut, so eine ganz normale Wandlerautomatik, 9-Gang. Wobei ich die immer im Automatikmodus fahre. Also ich bin bisher noch nie in die manuelle Schaltgasse, wir haben ja hier die Pedals, noch nie in die manuelle Schaltgasse rein. Kann also insofern auch gar nicht sagen, ob er wirklich alle 9 Gänge auch ausnutzt. Ich habe das mal gehört, dass er in den 9. Gang erst reingeht, wenn man so bei 120 ist und dann wieder den Fuß vom Gas nimmt. Jo, alles gut. Zum Fahrwerk, das war eine gewaltige Umstellung vom Ducato auf den Sprinter, weil der Sprinter doch extrem weich federt.
vor allen Dingen insbesondere in der Verbindung mit dem Hümer Superleitchassis hinten. Das ist jetzt durch das Vollluftfederfahrwerk wieder eine Nuance härter geworden. So hatte ich es eigentlich auch lieber. Und das trägt dann natürlich gemeinsam mit dem, wackelt das, mit dem recht guten Aufbau hier auch dazu bei, dass das Auto relativ ruhig ist. Was natürlich auf absurden Strecken wie in Belgien teilweise dann natürlich nicht mehr geht. Dann rappelt sogar der Hümer. Ja, was mir im Sprinter auch gut gefällt, ist diese Kopplung der Parkbremse ans Getriebe. Das heißt, wenn ich einen Gang im Automatikgetriebe einlege auf D, dass dann die Parkbremse direkt sich löst, wenn ich angeschnallt bin. Ansonsten tut sie das natürlich auch nicht. Ja, und insgesamt ziemlich PKW-mäßig, PKW-lastig. Aber man müsste mal beide fahren, ne? Also direkt hintereinander mal den Werkssprinter und dann den Sprinter mit der Vierkanal-Vollluftfederung. Aber ich sag's euch direkt, da ist nicht viel Unterschied. Das sind Nuancen. Wenn überhaupt auf der Vorderachse, aber halt die Möglichkeit zu nivellieren, auszugleichen, das macht es halt dann auch aus. Ja, gerade auf solchen Strecken hier, da merkt man natürlich den Komfort des Sprinterfahrwerks, aber ihr seht jetzt hier im Kreisel, da taucht er dann schon vorne rechts jetzt ein. Das macht er jetzt mit dem Luftfahrwerk nicht mehr so schlimm wie vorher. Aber man hat dann schon das Gefühl, Junge, kippt er gleich oder was macht er? Und dann wird man auch im Kreisel automatisch langsamer. Ja, ansonsten jetzt hier auf solchen Buckelpisten ist das dann okay. Okay, jetzt wieder das gleiche Spiel. Er geht dann ziemlich in die Knie. So, jetzt sind wir bei Niesmann angekommen. Jetzt will ich mal die Sachen packen und dann gucken wir mal, wo der Jannik Ring ist. So, da war das erste Testobjekt. Den habe ich euch letztens auch mal in einem kompletten Video vorgestellt. Den Sunlight T96L mit Queensbett hinten und ja, Adventure Edition. Aber wie gesagt, guckt euch das Video an. Hier geht es jetzt erstmal um den Transit. Ich habe gerade mal gemessen, also wir haben eine Innenraumbreite von dem Rimis bis hierüber von 1,74 Meter. Durchstieg hier vorne sind 26 cm, wobei das hier natürlich der Tisch noch mal ein bisschen eingrenzt. Was da piept, ist übrigens der Entfernungsmesser, der immer noch meint, er müsste irgendwas messen. Ja, erstes Gefühl beim Hinsetzen, man sitzt tiefer, sehr tief, und ich habe den Sitz jetzt eigentlich schon auf die höchste Position hochgefahren, also höher geht nicht mehr. Gut, dann wollen wir mal hier raus, ne? Jetzt mal die Klimaanlage anmachen. Dann doch noch warm geworden heute. Aber so vom Fahren her, okay, gibt es nichts. Bisschen mehr PKW-like als im Ducato, aber da kommen wir gleich noch zu. Also Armaturenbrett, da gibt es nichts. Ne? Das habe ich aber schon in den Videos bisher gesagt zum Transit. Das gefällt mir gut. Jetzt muss man dazu natürlich wissen, ich bin mit Ford groß geworden. Ich glaube, meine ersten 6 Fahrzeuge waren Fords, vom Fiesta, Escort, bis nachher zum Mondeo. Wie gesagt, das ist alles subjektiv heute, aber ich merke jetzt schon mal hier so auf den ersten Kehren, er taucht lange nicht so ein auf der Vorderachse wie der Sprinter. Gibt es hier nichts Negatives zu sagen, also... Gut, wie gesagt, da hinten klappert irgendwas an der Tür. Aber ansonsten ist der Sunlight-Aufbau total ruhig, ne? Gut, da ist jetzt auch noch nichts in den Schränken, ne? So, jetzt kommen wir gleich in die Ortschaft Trimps. Und hier rechts daneben liegt die Gemeinde Welling. Da kommen meine Großeltern und meine Mutter her. Und ja, das ist so ein bisschen meine Verbindung hier noch ins Maifeld. Onkel wohnt noch hier im Nachbarort. Aber da fahren wir jetzt nicht hin. Das wird zu eng. Ja, ich habe in dem ersten Video über das Fahrzeug hier viel gelesen von Motorenproblemen bei Ford. Kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Also da weiß ich nicht, ob das früher mal war, ob man da an den Motoren mittlerweile was geändert hat. Aber rein vom Fahrerischen her.
hier an dem Fahrzeug natürlich fehlt, ist so eine Rückfahrkamera. Das Kabel liegt wohl schon, aber das ist natürlich jetzt hier in dem Auto noch nicht eingebaut. Was man hier oben hat, ist so eine kleine Handyhalterung. Ja, das ist ein ganz anderes Motorengeräusch. Aber auch 2 Liter, 155 PS. Schlagt mich jetzt, wie viele Gänge der hat. 6-Gang. Ne, hier steht 6-Gang Schaltgetriebe, das haben wir definitiv nicht. 6-Gang Automatik steht da unten in der Beschreibung. Gut, das sind 3 Gänge weniger als im Sprinter, aber wer braucht schon 9 Gänge, wenn der 9. vielleicht auch nie genutzt wird. Ne? Ja, und auch jetzt hier wieder die Kurven hoch im Antritt. Sind diese 155 PS mit Sicherheit dem Sprinter nicht unterlegen. Im Gegenteil, ich habe beim Sprinter häufiger so das Problem, dass er ja so diese Turbo-Gedenksekunde braucht. Ne? Und hier der Transit kommt jetzt eigentlich direkt, ja, der dreht ein bisschen höher, geht direkt Richtung 3000, aber der ist dafür da. Beim Sprinter habe ich manchmal so, dass ich sage, jetzt komm Junge, komm, Turbolader, mach mal. Ne? Wenn er dann kommt, ist gut, aber er braucht dann. So, den ersten hätten wir dann mal wieder heil zurückgebracht. Jo, ihr seht, wir haben 12 Volt, aber hier fehlt die USB. Ablagen hat es hier mehr als reichlich. Nein, das ist aber eine Halterung für einen Stift. Da haben wir dann eine USB und nochmal 12 Volt. Ja, und Cupholder haben wir da einen und auf der anderen Seite. Und hier unten, das finde ich auch ganz gut für große Flaschen. Also nicht für mich, sondern für so PET-Flaschen. Die passen dann da rein. Ah, gewöhnungsbedürftig ist die Handbremse. Wenn man die anzieht, dann fällt die runter und dann hat man erstmal das Gefühl, man hat sie kaputt gemacht. Ne? Also es fühlt sich dann an, als wäre das Handbremsseil ab. Aber da muss man die wieder ganz nach oben und dann kann man die lösen. Also das muss man wissen. Ja, Assistenzsysteme meines Wissens nach jetzt in dem Fahrzeug sind keine drin, aber wie gesagt, das ist auch jetzt ein Sunlight für 75.000. Das ist mittlerweile schon eine gehobene Einstiegsklasse, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja, das war jetzt der Transit und jetzt machen wir mal einen fliegenden Wechsel auf den Ducato, weil das ist halt mittlerweile Serie 8 mit der 9-Gang-Automatik. Also ich sage euch eins, ne? Mit so einem Schiff hier zwischen den Riesenschiffen hier zu rangieren, da treibt dir den Schweiß auf die Stirn. Vor allen Dingen, wenn man die Preisschilder sieht. Ne? Und um da dran zu kommen, brauche ich schon eine Treppenleiter. So, starten wir hier auch mal gerade mit den Messwerten. Also ich habe jetzt hier auch wieder gemessen von der Innenkante Remis bis zur anderen Seite. Da haben wir satte 10 cm mehr, 1,84. Hier haben wir auch wieder 26 cm, aber dadurch, dass der Tisch hier abgeschrägt ist, haben wir hier einen besseren Durchgang. Ja, ansonsten, ihr seht, wir haben hier ein deutlich moderneres Auto als den Transit eben. Ja, das ist auch gegenüber unserem Ducato Serie 6, glaube ich, hatten wir noch 6 oder 7, keine Ahnung. Ist das auch nochmal ein Quantensprung mit den Assistenzsystemen, mit dem digitalen Tacho. Wir haben 9-Gang Automatik, wir haben ein großes Navigationssystem, wir haben hier auch eine Rückfahrkamera mit drin. Wir haben eine elektronische Parkbremse, ja, also nicht mehr hier wie früher auf der Seite die Handbremse. Aber auch hier setzt man noch auf einen normalen Zündschlüssel. Also hier ist auch nichts mit Keyless Go oder Startknopf. So, dann ist ja wieder so ein bisschen Heimspiel hier im Ducato. Man sitzt direkt deutlich höher als im Transit und auch höher als im Sprinter. Ich sag gerade zum Yannick, wenn man hier wieder rausgucken will, muss man sich tatsächlich wieder bücken. Ja, gut, könnte jetzt ein bisschen runter, aber ich mochte das auch im Avanti immer ganz gerne so hoch zu sitzen. Ja, und auch wenn man das vielleicht bei Mercedes nicht gern hört, ich bin den Ducato immer super gerne gefahren. Hat immer Spaß gemacht, die Kiste. Und ja, er ist ein bisschen, wie soll ich mal sagen, es ist halt jetzt ein Heavy-Fahrwerk, was wir hier haben.
am Bürstner. Und ja, da haben wir wieder das alte Ducato-Problem. Er ist natürlich auf der Vorderachse extrem schwer. Und da macht es in jedem Fall Sinn, die Vorderachse mit anderen Federn ein bisschen nach oben zu holen, damit der Dämpfer wieder arbeiten kann. Da an der Stelle auch nochmal der gut gemeinte Hinweis. Lasst euch bei einem Neu-Ducato nicht von Goldschmidt dieses Komplettsystem aufschwätzen. Von wegen, man müsste bei einem Neufahrzeug, wenn man die Federn tauscht, auch die Dämpfer tauschen. Das ist Unsinn. Das hat Carsten Stäbler damals schon 2018 gesagt, dass das Quatsch ist. Und habe es jetzt bei einem Freund wieder erlebt, wo man bei Goldschmidt ihm versucht hat, dieses Root Comfort aufzuschwatzen. Wichtig ist einfach nur, dass der Dämpfer wieder ein bisschen Arbeit bekommt oder ein bisschen Möglichkeit hat zu arbeiten. Und das hat er eben, das merkt man jetzt hier schon auf den Querfugen, das hat er eben bei dem Standard Ducato so gut wie gar nicht. Ja, und ich denke, das kann man jetzt hier auf der Aufnahme auch so ein bisschen erkennen. Ne? Dadurch, dass ich hier extrem, was heißt extrem hoch sitze, ich sitze halt hier so, wie ich immer sitze, gucke ich dem Grunde nach unter diesem, ja, unter dieser Frontscheibenbegrenzung oben, gucke ich unten drunter durch. Das macht natürlich dann an den Seiten, gibt das extreme Ellenbogenfreiheit, die man weder im Sprinter hat, mit Abstrichen im Transit, aber die Ellenbogenfreiheit, die ist im Ducato sensationell. Ja, wir haben jetzt hier nominell natürlich das stärkste Auto, 2,2 Liter, 180 PS. Gut, da runter merkt man es nicht, aber wir drehen ja nachher und dann fahren wir hier wieder hoch. Ja, ist wieder ein vertrautes Gefühl, hier so ein bisschen im Ducato wieder zu sitzen, obwohl natürlich alles anders ist. Das Lenkrad ist anders, Armaturenbrett ist deutlich aufgeräumter, wesentlich moderner, viel mehr Elektronik. Ja, bergauf auch hier eine leichte Turbo-Gedenksekunde, wenn man aufs Gaspedal tritt. Ich habe gerade drauf getreten, jetzt schaltet er erstmal hoch und merkt dann natürlich, ups, die Drehzahl reicht nicht unbedingt. Und es ist auch nicht mehr der 2,2 Liter 150 PS, also vom Grundmotor her. Ich glaube, der war noch von Iveco, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, der hier, ich meine sogar, der wäre aus dem Peugeot-Regal. Aber wenn ihr das genauer wisst, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Aber eins merkt man jetzt schon nach ein paar Kilometern hier wieder im Ducato. Bestätigt sich das, was ich eigentlich schon damals gesagt habe, als wir das erste Mal auf den Sprinter umgestiegen sind. Der Ducato fährt sich sportlicher. Klar, jetzt natürlich bei einem 7,5 Meter Wohnmobil will ich nicht von Sportlichkeit reden, aber er fährt sich knackiger, er fährt sich irgendwie präsenter als der Sprinter. Der Sprinter ist mehr irgendwo über der Straße, der Ducato liegt auf der Straße. Und das gefällt mir persönlich besser. Tja, frag mich allerdings, wo man dann zukünftig die Bedienelemente von der Luftfederung hinmachen will. Ne? Weil da sitzt jetzt die elektronische Parkbremse. Ne? Da. Und da saß ja sonst immer das Bedienelement von der Zusatzluftfederung. Ja, ansonsten hier vorne hat sich auch einiges verändert zum Vorgängermodell. Ne? Das hier ist alles neu. Wir haben hier unten das neu. Ja, dieses Traktion Plus, das vermisse ich manchmal auch im Sprinter. Gibt es da nicht, weil der schart doch oft auf der Vorderachse. Teilweise auch auf Asphalt, wenn er nicht genug Grip hat, dann dreht er vorne durch. Da war das immer eine gute Sache. Ja, ansonsten, das Armaturenbrett dahinter ist ja immer noch das gleiche. Und auch hier im Ducato stören die Remis nicht, ne? Die kommen hier überhaupt nicht ins Spiel. Klar, die klappern mit nach ein paar Jahren, aber alles gut. Also ich bin wirklich überrascht. Der Ducato Serie 8 hat sich dieses knackige Fahren von unserem, ich weiß es nicht mehr, war es Serie 6 oder 7? Keine Ahnung, Baujahr 18 war der, also wahrscheinlich Modelljahr 17. Das hat er sich behalten. Also es macht richtig Spaß, den zu fahren. Ich hoffe nur, die Mercedes-Fans ziehen jetzt nicht übelst über mich her. Also mal schauen, wie er sich am Berg macht.
der taucht überhaupt nicht ein vorne rechts. Der bleibt konstant auf der Linie. Okay, da war der Transit im Anzug ein bisschen flotter, aber das ist immer noch flotter als der Sprinter. Wenn da mal der Turbo angeht beim Sprinter, dann ist der natürlich weg, ne? Aber der braucht dann schon mal eine Sekunde. So, nochmal eine Kehr. Also das wird auf jeden Fall reichen. Ich überlege, wo wir den 150 PS Ducato überall hochgeprügelt haben, inklusive der Tremola. Und die hat der Sprinter auch super gemacht, also alles gut. Ich will auch an der mal eine Lanze brechen für das Schaltgetriebe im Ducato. Fährt sich deutlich spritziger als das Automatikgetriebe. Lässt sich aber trotz allem sehr schaltfaul fahren. Also man kann da auch auf den hohen Gängen bleiben, weil der Motor einfach genug Drehzahl hat, um auch aus dem vierten Gang heraus eine Kurve zu nehmen. Da braucht es nicht unbedingt das Automatikgetriebe, was ja nochmal ziemlich einen Aufpreis kostet. Ich weiß allerdings nicht, wie aktuell die Konfigurationsmöglichkeiten sind, ob man nicht beim 180 PS zwingend das Automatikgetriebe braucht. Wer da Ahnung hat, dann bitte mal unten in die Kommentare schreiben. So, zum Schluss nochmal Rüttelpiste und da nochmal die klare Empfehlung von mir, wenn man sich mit einem Ducato einig ist, dann sollte man auf jeden Fall die 2.500 Euro noch investieren in eine Zusatzluftfederung hinten und in verstärkte Federn vorne. Es muss nicht zwingend die Vierkanal-Vollluftfederung sein. Die hätten wir vielleicht auch beim Sprinter nicht genommen, wenn es irgendwie eine Zusatzluftfederung gegeben hat. Aber das gab es leider für das Hümer SLC überhaupt nicht. Ich könnte mich jetzt schlagen, aber das hat mal wieder Spaß gemacht, Ducato zu fahren. Ja, das war der Fiat Ducato, aber das Auto hier werdet ihr noch mal wiedersehen, weil der hat einen ganz spannenden Grundriss. Und ihr wisst, ich bin für spannende Grundrisse immer zu haben. Der hat nämlich ein Wohnzimmer hier hinten. Und wie gesagt, den gibt es noch mal in einem extra Video. Ja, kommen wir hier mal gerade zu der Innenraumbreite. Wir haben ja die Remis rausgebaut. Das heißt, wir haben hier 1,73 und wir haben hier nochmal eine Breite zwischen den Armlehnen von 35. Also hier ist innen wesentlich mehr Raum. Dafür ist da vorne weniger Raum. Ja, und dazu mal gerade ein Vergleich der Innenraumbreite bei einem Sprinter mit Remis. Da haben wir hier sage und schreibe nur noch 1,65 von der Innenkante Remis bis zur anderen Innenkante. Ja, also da sieht man, was das ausmacht, ne? Das sind dann 11 cm zum Transit und 21 cm zum Ducato. Ja, und nicht umsonst macht Mercedes hier diese Aufkleber hin, ne? Dass man bitte schön, bevor man die Sitze dreht, die Tür öffnen soll. Das geht auch ohne, aber das ist Krampf. Was auch Krampf im Sprinter ist, ist das Thema Gurte. Wenn man den nach vorne holen will, dann muss man den exakt hier durchfädeln und dann kann man die Armlehne wieder hochmachen und dann hat man den Gurt. Aber wenn man hier sitzt und versucht, den da durchzuwurschteln, jetzt hat man hier zum Glück schon eine kleine Aussparung gemacht in der B-Säule. Ansonsten Cupholder hätte man hier genug, wenn die nicht anderweitig belegt wären. Aber wir haben in den Sitzen noch welche und wir haben da unten auch noch welche. Also das reicht uns hier völlig. Ja, der einzige mit Start-Stopp-Knopf, ne? Da ist nichts mit Zündschlüssel. Ja, und natürlich das MBUX ist auch gut. Wobei Else als Navigationstante, ja, ne, da gehe ich dann öfter doch mal hier auf Apple-Karten oder halt auf Google Maps. So, kommen wir mal zu einem Fazit und
ja, zu meinen persönlichen Favoriten. Das ist natürlich schwierig. Ich würde mal sagen, auf den ersten beiden Plätzen, also Rang 1 ist zweimal vergeben mit dem Sprinter und dem Fiat Ducato, und auf dem zweiten Platz haben wir den Transit. Der Transit verliert natürlich gegenüber den beiden anderen, weil er einfach ja das älteste Auto ist, also zumindest mal von der technischen Ausstattung her, ja, was Assistenzsysteme und so weiter betrifft, klar. Vom Motor her hat mich der Transit überrascht. Der war also relativ spritzig sogar. Ja, auf den ersten beiden Plätzen klar, der Sprinter und der Ducato. Wobei natürlich der Ducato im Kern noch eine Konstruktion von 2006 ist. Klar, den hat man über die Jahre frisch gehalten, aber man merkt natürlich jetzt irgendwann noch mal so vom Armaturenbrett her, da wird es Zeit für was Neues. Trotz allem hat mich der Ducato jetzt im direkten Vergleich mit dem Sprinter, und das war jetzt wirklich mal klasse, dass man innerhalb von anderthalb Stunden mal alle drei Autos fahren konnte, doch noch überrascht von der Sitzposition her, vom Raumgefühl her, von der Innenraumbreite her, vom Fahrgefühl auch her, ist der Ducato immer noch vorne mit dabei. Ja, was beim Sprinter auch gut gefällt, ist diese Kopplung der Parkbremse ans Getriebe. Das heißt, wenn ich einen Gang im Automatikgetriebe einlege auf D, dass dann die Parkbremse direkt sich löst, wenn ich angeschnallt bin. Ansonsten tut sie das natürlich auch nicht. Ja, vom Fahrgefühl her ist sicherlich der Sprinter am nächsten dran am PKW. Wenn er nicht so eintauchen würde, ne, auf der Vorderachse. Das ist das Einzige, was ich dem zum Vorwurf mache. Da ist dann der Ducato mit einer entsprechenden Fahrwerksoptimierung wäre da mein Favorit. Transit hat sich trotzdem gut geschlagen, auch bei der beim Fahrwerksgefühl. Was mich da gestört hat, war die doch sehr niedrige Sitzposition. Da ist der Sprinter dem Grunde nach der goldene Mittelweg. Ne? Wenn man im Ducato zu hoch sitzt, im Transit zu niedrig, sitzt man hier eigentlich korrekt. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, mal alle drei Autos hier nach Gang zu fahren und nochmal die Unterschiede wirklich im Hintern mal zu erleben. Klar, man hätte jetzt natürlich auch auf tausend andere Dinge eingehen können, und jeder YouTuber hätte das sicherlich anders gedreht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was euer Favorit an Basisfahrzeug ist und auch warum. Ich sage danke an Niesmann Caravaning, an den Yannick Ring, den ich heute Nachmittag ziemlich im Beschlag hatte. Und die Möglichkeit, die uns Niesmann Caravaning hier oben auch bietet. Wir kriegen kein Geld von denen, das muss man ganz klar dazu sagen. Aber wir sind froh, dass wir so einen Händler an der Hand haben, der uns da oben schalten und walten lässt. Und von daher nochmal liebe Grüße nach Polch. Und ihr bleibt bitte gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Und ich muss jetzt schon wieder duschen. Ne? Die letzten Videos. Irgendwie ist es immer warm.